In der Schweiz konsumieren 9 von 10 Personen ab 15 Jahren Alkohol. Die meisten davon haben einen risikoarmen Umgang mit Alkohol. Sie konsumieren maßvoll, ohne ihre Gesundheit nennenswert zu gefährden. Ein Fünftel jedoch neigt zu risikoreichem Konsum. Insbesondere in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen konsumieren 41% risikoreich Alkohol. Der größte Teil konsumiert dabei punktuell, also auf einmal, zu viel Alkohol. Mit zunehmendem Alter konsumieren die Menschen in der Schweiz regelmäßiger und häufiger Alkohol. 65- bis 74-Jährige trinken mit 7% am häufigsten chronisch risikoreich. Ein Viertel der Bevölkerung raucht. Das entspricht 1,8 Millionen Menschen. Alter, Bildungsniveau und Geschlecht haben einen Einfluss darauf, ob jemand raucht oder nicht. Diese Zahl stagniert seit mehreren Jahren. Wer schon in jungen Jahren jeden Tag raucht, behält diese Gewohnheit oft bis ins Erwachsenenalter bei. 400.000 Menschen rauchen ein Päckchen oder mehr pro Tag. Der durchschnittliche Konsum liegt bei 11 Zigaretten pro Tag. Cannabis ist speziell bei den unter 25-Jährigen beliebt. Fast 10% der Personen aus dieser Altersgruppe konsumieren Cannabis. Ein Fünftel dieser Gruppe konsumiert Cannabis täglich. Mit dem Alter geht der Konsum von Cannabis stark zurück. Nur 1% der über 55-Jährigen konsumiert Cannabis. Die gesundheitlichen Folgen von Suchtverhalten und risikoreichen Konsum wiegen schwer. 9.500 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen des Tabakkonsums. Durch Alkohol sterben weitere 1.600 Personen im Jahr. Die jährlichen Kosten für die Gesellschaft sind hoch. Sie belaufen sich auf insgesamt ca. 14 Milliarden. Das ist jedes Jahr mehr, als der Gotthard-Basistunnel insgesamt gekostet hat. Auf der Webseite des Suchtmonitoring finden Sie weitere Informationen und die gesamte Studie als Download.